Dürfte das der Kongo sein? In Afrika? Ja, wahrscheinlich. Aber da gibt es keine Städte und keine Reichtümer zu finden. Schon schnell bei der Sache sein. Oh, da sind Piraten. Schnell verschwunden. Man darf nicht aufhören nachzukaufen. Wir machen hier mal denn diese Dreierrunde und kaufen in London mal. Lohnt sich das? Entdecken wir derweil weiter Afrika. Bagdad. Und wie ich gesagt habe, Relikte mehr nicht. Braucht man nicht. So billig, ich glaube, das war ein Turm ist billiger, aber Tunis ist weiter weg. Machen wir es mal so. Kairo macht schön Getreide gekauft. Was wir hoffentlich gewinnbringend in Venedig verkaufen. Und da wieder mal die Glasbläserin-Industrie. So, London, da waren wir doch. Dann machen wir hier mal unsere wunderbare Dreiecksroute. London, kaufen wir Wolle, die kann verkaufen und dafür Stoff mitnehmen. Kaufen wir die und laden Getreide ein. Wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, so denke das mal so. Ja, hier können wir uns nicht leisten. Genauso wie hier. Und da nehmen wir jetzt mal Hamburg. Wir haben Fisch hier. Die man aus vielen Landschulen kennt, Hamburg-Ufgerott, Hamburg
denken nicht, dass er noch mehr Abflug gestellt wird. Nee, noch nicht. Der ist so teuer, aber. Hat er dann noch. Lebenspunkte. Und hoffen, dass die anderen von sehr vielen Piraten. Angegriffen. 1317. Wieder ein Senator, das gibt's ja nicht. Ach, okay. Piraten in der Ostsee, das scheint. Ja. Na Gott sei Dank, mal nichts gekauft. Also das Mittelmeer scheint ziemlich sicher zu sein, aber alles da oben ziemlich piratenverseucht. Geld für... Und hier ist wirklich nichts. Raus hier. Wir müssen nach Indien. Ja, Schiff entdeckt. Wunderbar. Jetzt gibt es wenigstens wieder ein wenig Geld. Handel. Floriert halbwegs. Es lohnt sich nicht, aber Kleinvieh macht ja auch bekanntlich auch Mist. Ja, machen wir mal. Nach den ganzen Rückschlägen, die wir erfahren haben. Das machen wir miteinander einfach so. Viele Senatoren da ihr Leben lassen müssen. Und hier seht ihr auch, die Karten sind nicht so ganz akkurat, wo hier Afrika sein soll und wo es dann schließlich ist. Ich mache keinen zum Vorwurf, war ja auch noch nicht der Öl da. Der guten Hoffnung vorbei. Aber den Landweg nach Indien wahrscheinlich eher findet. So, ja, die sind ja richtig teuer geworden. Hier, das Glas. Ich würde mal sagen, so 5000 in der Hinterhand halten wäre sehr gut in der Zukunft, auch mal so auf Eventualitäten. Irgendwie schnell reagieren kann. So. Piraten im Erdenkanal. Besiegt! Wunderbar! Also, Spiel, ich weiß ja nicht, welche Patch-Version du hast. Na gut. Und der Papst ist sehr krank. Er wird wohl irgendwann von uns scheiden. Und dann wird das Konklav eingerufen. Der Konklav. Und ein neuer Papst wird gewählt. Können wir uns ja mal beides anschauen jetzt in der Runde. Schiffe hier in den Himmelsrufen nachgehen.
über den. Muss der Innenriss sein? Kann ich nicht rüber zu uns. So, das Schiff nähert sich dem Rukto. Unsere Galeeren. Dann schauen wir mal, ob wir genug Geld. Wir hatten ja knapp 5000 jetzt. Ja, müsste aber mit den guten Verkäufen 248. Wow, das lohnt sich ja richtig. Wir wollen ja eigentlich nur ein paar Runden, um runterzukommen. Ja, das ist schon okay, da könnte man auch mal irgendwie mehr Schiffe da runter zu schicken. Sowieso. Galeeren voll machen, die Gruppe, und dann in den Osten zu schicken, lohnt sich schon. Wenn ich den Piraten aufbauen. Ja, aber wir wollten ja mal in Venedig gucken, wie es mit der Politik aussieht. Ja, alles neutral, keiner kann mich leiden. Geld, so kirchensteuermäßig 262. Ja, da werden die sich ja in 15 Runden amortisiert haben, wenn die nicht vorher starben. Da Porto, was hast du denn davon? Senatoren sind gefährlich. Genauso wie der Papst, der an Altersschwäche dahingeschieden ist. Und nun kann ich den Papst bestimmen, weil ich jetzt zwei Kardinäle habe. Machen wir es schnell. Spanien ist wunderbar. Ja, Piraten. Ist doch nicht wahr, Computer, wo fährst du denn hin? Meine Güte. Ja, gut, eine kleine Galeere, aber... Naja, Computer AKI von 1993, die war noch echt klasse. So. Madagaskar hat wohl nichts für mich. Sansibar und rein nach Indien. Sturm im Mittelmeer. Überlebt. Ich weiß auch nicht, ob jetzt große Kongen irgendwie solchen Stürmen oder ähnlichen dann einfacher widerstehen können oder nicht. Keine Ahnung. Vielleicht werden wir es merken während des Spiels. Und ich muss auch zugeben, ich muss auch zugeben, damalige Spiele habe ich auf einen geringeren Schwierigkeitsgrad gespielt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit so vielen Stürmen und sowas in Vorlieb nehmen muss. Aber warum auch nicht, wird es ein wenig interessanter. Nein, go to Venice. Dann schauen wir mal, wie viel Geld haben wir? 3000? Nee, das wollen wir mal übrig halten. Das muss sein. Holen uns das Geld von den Kardinälen, die wir haben. Aber es lohnt sich schon.
um irgend so ein Papst-Controller zu sein, zumindest von den Kardinälen, die man dann, also das Geld, was man bekommt von den Kardinälen. Neutrale Partei. Stellt den Doge. Wer hätte das gedacht? Und Spanien einstimmig stellt den Papst. Obwohl Rodrigo Borgia auch erst im 15. Jahrhundert zum Papst gewählt worden ist, oder Anfang des 16. muss ich die Serie nochmal weitersehen. So, ich sehe auch schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Dann gehabt euch wohl und ihr werdet den Earl bald wieder hören. Ciao.